Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, ich hoffe, es geht euch gut. Alhamdulillah, ich bin momentan irgendwie sowas von platt, ich weiß gar nicht, was los ist. Und abends, wenn ich schlafen will, den ganzen Tag platt und abends, wenn ich schlafen will, da werde ich ja wieder hellwach. Mann, aber Alhamdulillah. Gestern habe ich über ein Thema gesprochen und habe die Aussage von die von einem Salaf zu hören war, ausgesprochen: Verstecke deine guten Taten so, wie du deine schlechten Taten versteckst. Heißt das jetzt, dass man sich zeigen soll als Fasik, also als Frevler, als großer Sünder? Natürlich nicht. Aber man sollte versuchen, zumindest einige gute Taten zu verstecken. Weil man dann sicher sein kann, wenn die nur zwischen einem und Allah sind, dass man auf jeden Fall am jüngsten Tag etwas übrig bleibt. Ja? Deswegen sollte man zumindest einige gute Taten verstecken. Ist es immer ratsam, alle guten Taten zu verstecken? Man kann ja sowieso nicht alle guten Taten zu verstecken. Wie will man verstecken, dass man zum Jumu'ah-Gebet geht, dass man zur Hajj geht, etc., etc.? Es ist unmöglich. Man kann ja auch nicht zu Hause beten und keiner kriegt es mit. Gerade die Pflichtgebete. Wann ist es ratsam, gute Taten zu zeigen? Wenn man damit andere Leute motiviert, Gutes zu tun. Beispielsweise, wenn man zu Hause betet, wenn man zu Hause betet, ja, man betet zu Hause und die Kinder sehen das. Es ist so eine starke Dawa, wenn die Kinder immer die Eltern beten sehen. Bei der Dawa, guck mal, Dawa gibt es ja zwei Arten von Dawa. Es gibt die öffentliche Dawa und es gibt die geheime Dawa. Bei der geheimen Dawa redest du mit einer Einzelperson. Bei der öffentlichen Dawa redest du mit mehreren. Unmöglich dort alles zu verdecken. Ja, ist unmöglich. Kann man gar nicht hinbekommen. Aber wie gesagt, in solchen Fällen, wo man andere dazu mir motiviert, Gutes zu tun, ja, dann ist es gut, wenn man die zeigt. Darf man zu Hause als Mann mit der Frau beten anstatt Moschee? Bruder, wann ist es Pflicht, in die Moschee zu gehen? Wann ist es Pflicht, in die Moschee zu gehen? Die korrekteste Meinung ist, wenn man den Adhan hört. Wenn man den Adhan hört. Weil es ein Hadith gibt vom Propheten: Man sami'a nida falam ya'ti fala salata la illa min udhrin. Wer den Ruf hört und nicht kommt, der hat kein Gebet außer mit einer Entschuldigung. Angst oder Krankheit. Wird dann auf die Frage dahin geantwortet. So. Einige Gelehrte verstehen darunter, er hat kein vollständiges Gebet. Er hat kein Gebet, bedeutet hier, dass er das vollständige Gebet hat. Nicht, dass das Gebet ungültig ist. Oder dass er eine Sünde gemacht hat. Sie sagen, es ist Sunna Muakkada. Und ich glaube kaum, dass es in Deutschland so ist, dass, okay, es gibt in Deutschland vielleicht einzelne Personen, die wirklich direkt in der Nähe wohnen von einer Moschee, ja, die wirklich in der Nähe wohnen von einer Moschee, dass sie halt das Gebet hören würden, dass sie den Gebetsruf hören würden, ja, aber ich glaube, bei den meisten Leuten ist das nicht der Fall. Ja. Ja, genau. Das Gebet in Gemeinschaft ist 27 Mal mehr. Auch durch die Schritte dorthin. Und deswegen sollte man auch zu Hause Gemeinschaftsgebet beten. Okay. Gut, meine lieben Geschwister. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Kleine Ermahnung am Rande. Möge Allah subhanahu wa ta'ala und segnen. Bruder, wie du eine Frau heiraten kannst, die den Koran auswendig kann,
Wenn du den Koran auswendig kannst, dann heirate deine Frau und dann bringe den Koran auswendig bei. Das ist die vielleicht einfachste Variante. Aber warum machst du es zur Bedingung, dass deine Frau auch den Koran auswendig können muss? Mach dir doch nicht das Leben schwer. TikTok habe ich nicht. Wäre vielleicht mal eine Idee. Inshallah, guck mal, ich habe ja meine Sira-Serie. Es sind zwei Vorträge über die Sira gemacht worden, die jetzt noch hochgeladen werden. Und das Thema mit den Juden kommt dann auch noch. Und ich habe auch einen Vortrag gemacht über die erste Schlacht mit den Juden. Da wird einiges erwähnt. Welche Fakultät ist am besten für die Dauer? Du meinst Fakultät oder Universität? Denn wenn es um Fakultät geht, ich kann ja nicht von jeder Universität sagen, welche Fakultät am besten ist. Aber das Beste im Allgemeinen ist, dass man den Studiengang studiert, der für einen am best, der einem am meisten Spaß macht. Denn wir brauchen Experten in jedem Bereich. Wenn du also eine Vorliebe hast für Fiqh, lerne Fiqh. Wenn du eine Vorliebe hast für Sprache, lerne die Sprache. Wenn du eine Vorliebe hast für Akida, spezialisiere dich. Man lernt, guck mal, in den ganzen Fakultäten lernt man alle Fächer, aber man spezialisiert sich auf ein besonderes Fach. Ja? Beispielsweise, wenn du zum Beispiel in der Schule bist und du hast einen Leistungskurs. Ja, du lernst andere Fächer auch. Heißt nicht, dass du jetzt keine Mathe mehr hast. Aber du lernst andere intensiviert. Kann man die Sira studieren? In der Fakultät von Tarikh Islami, islamischer Geschichte, wird insbesondere auf die Sira eingegangen. Und man kann es natürlich auch außerhalb der Universität lernen. Und ich empfehle euch alle, meine Sira-Serie anzuschauen. Es müsste jetzt, wenn die hochgeladen worden sind, müssten es 43 Teile sein insgesamt. Bruder, zeig mir einfach, ich muss mal mit dieser Adidas-Angelegenheit, muss ich mal nachschauen, weil es wird oft in diesen Sachen auch viel gesponnen, wenn der Tag lang ist, ja? Ich muss mir da erstmal ein Bild machen. Kannst du was über Ja'juj und Ma'juj sagen? Nee, kann ich jetzt nicht sagen, weil das ein langes Thema ist. Und um ehrlich zu sein, liebe Geschwister, ich bin nicht derjenige, der sich für diese Themen so sehr interessiert. Was Dajjal angeht und die Zeichen vom jüngsten Tag. Das sind nicht die Themen, die mich am meisten ansprechen. Ich sage euch warum. Wenn ich islamisch richtig lebe, brauche ich keine Angst vor Ja'juj und Ma'juj zu haben. Brauche ich keine Angst vor dem Dajjal zu haben. Brauche ich vor denen allen keine Angst zu haben. Das Wichtigste ist, dass man ein guter Muslim ist. Das heißt, dass man sich informiert, was einem seine Pflichten sind, was die Dinge sind, die verboten sind, was die Dinge sind, die geboten sind und so weiter. Ich habe schon Vorträge gemacht über Pornosucht und inshallah werde ich noch einen Vortrag machen. Allah sagt im Koran, Inna Allah yuhibbu alladhina amanu. Allah liebt die Gläubigen. Aber es kann sein, dass er jemanden, der ein Ungläubiger ist, liebt und ihn deswegen dann recht leitet. Wir wissen ja nicht, wie das Ende ist. Aber wenn er im Kuffer stirbt, dann wissen wir, dass Allah ihn nicht geliebt hat oder dass er sich die Liebe zu Allah verbaut hat. Denn die Christen sagen immer, Gott liebt alle Menschen. Ja, warum gehen dann die meisten Menschen laut Christentum in die Hölle? Hauptsache, die Dua kommt vom Herzen. Von wo du sie abliest, ist egal. Gibt es Schiiten, die nicht Käfir sind? Natürlich.
Du schaust dir am besten, Nikolas, du schaust dir am besten den Vortrag, du schaust dir am besten den Vortrag an, Kadar, und warum lässt Gott Leid zu? Da wird deine Frage intensiv beantwortet. Was den Willen von Allah angeht. Bruder, es muss so sein, dass das Wasser an die Haut kommt. Okay, meine lieben Geschwister. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.